Das hier ist ja wohl mal der König von Europa, wenn es um Pickups geht. Der Ford Ranger, kein anderer Pickup. Und Pritschenwagen möchte ich zu dem Auto hier mal auf alle Fälle nicht sagen. Also kein anderer Pickup wird in Europa häufiger verkauft wie der Ford Ranger und natürlich auch in Deutschland. Jetzt gibt es aber Leute, die wollen nicht nur den Ranger, die wollen ein bisschen mehr Performance, die wollen es ein bisschen härter haben. Und für die gibt es diese Version hier, nämlich den Raptor, sozusagen den Chuck Norris unter den Pickups. Was unterscheidet den Raptor vom normalen Ranger? Die Formel ist ganz einfach. Höher, breiter, härter, noch martialischer, noch brachialer. Mega fett steht der da, mega breit, mega massiv hier die große Front. Mega unzerstörbar wirkt das ganze Auto. Aber das ist jetzt noch nicht alles, denn Ford setzt jetzt noch einen oben drauf. Hier mit dem Ford Ranger Raptor Special Edition. Woran erkennt man eine Special Edition? Zum Beispiel hier an den breiten Rallye-Streifen, den mattschwarzen. Die ziehen sich von der Haube über das ganze Auto bis nach hinten. Unten an der Seite auch nochmal die gleichen Rallye-Streifen. Und dazu natürlich viel martialisches Schwarz, wie hier bei den Stoßfängern, den Kotflügelverbreitungen, den Außenspiegel und hier unten bei den Trittbrettern. Natürlich soll der Ranger gerade als Raptor nicht nur der König von Europa sein, sondern auch der König im Gelände. Deswegen hat er zum Beispiel schon mal passendes Schuhwerk hier drauf. Schaut euch mal hier diese Reifen an. Das sind General Grabber AT3. Also ich glaube, damit dürfte er kaum irgendwo stecken bleiben. Er hat reichlich Bodenfreiheit. Zwischen Erdoberfläche und Chassis sind es 28,3 cm. Und das Auto kann auch fast schon schwimmen gehen. Er hat nämlich eine Wartiefe von 85 cm. Außerdem, und das unterscheidet den Raptor wirklich von fast allen Kollegen, er hat hinten keine Starrachse, sondern rundum Einzelradaufhängung. Und das sorgt doch schon mal für perfekte Performance und Spaß. Nicht nur hier im Gelände, sondern auch auf der Straße. 5,30 Meter ist der Raptor lang, 2,18 breit. Ich glaube, damit kommst du mit ein bisschen Übung auch ganz gut durch die Stadt. Das dürfte mal so mittlere Transportergröße sein. Und so wie er hier dasteht in der Special Edition, wenn Chuck oder auch Mad Max vorbeikämen, beide, bin ich mir sicher, würden sofort einsteigen. So, jetzt sind wir mal unterwegs hier mit unserem kleinen Offroad Monster und die Sitzposition ist einfach schon genial, wie hoch du hier drin sitzt. Du brauchst die Trittbretter draußen im wahrsten Sinne des Wortes zum Einsteigen, um hier halbwegs bequem reinzukommen. Die Sitze hier, die geben dir mega viel Halt und die sind extrem bequem. Also überhaupt ist hier der Raptor ein Auto, in dem du dich gerne lange, gerne auch noch länger drin aufhältst. Hier drinnen setzt sich die Farbgebung übrigens analog zum Außendesign fort. Wir haben hier einen mattschwarzen Instrumententräger, dazu die roten Ziernähte an den Sitzen, am Lenkrad, hier vorne am Armaturenbrett und wir haben hier am Lenkrad den roten Streifen in der Mitte, ganz Rallye-like. So, wir haben 6 Geländemodi hier. Schauen wir uns mal an. Einmal den normalen Geländegang. Dann haben wir Sport. Klar, das geht natürlich nur mit Hinterradantrieb, Schlamm und Sand, Bacher, das ist sozusagen der Race-Modus, wenn es dann wirklich schnell gehen muss, wie zum Beispiel bei so einer Offroad-Rallye, und Geröll. Dann nehmen wir doch jetzt mal Geröll. Ich glaube, das ist hier angebracht, wenn ich mir hier so den Untergrund anschaue. So, jetzt fahren wir hier nochmal schräg lang. Also packt er ganz locker, der hat einen Neigungswinkel von 35 Grad. Also das geht wirklich super hier. Hier haben sie extra tiefe Löcher ausgehoben. Und hier können wir mal schauen, wie er denn diese Verschränkung hier wegsteckt. Natürlich auch ganz locker. Also klar, er schaukelt hier ein bisschen. Aber wenn du siehst, wie tief die Löcher sind, das ist schon heftig. Und hier müssen wir jetzt irgendwie wieder runterfahren. Sollte man vielleicht möglichst langsam machen. Aber auch das überhaupt kein Problem hier, diese Verschränkung. Also das ist wirklich super. So, jetzt geht es hier, meine Lieblingsübung, vorne steil bergab. Wir haben die Bergabfahrhilfe drin. Mal schauen, wie er das jetzt hier... Uiuiuiui. Überhaupt kein Problem. Du kannst dich völlig entspannen.
sowas von souverän, wie der uns hier runterbringt. Also so eine lange, steile Strecke bin ich, glaube ich, Offroad noch nie gefahren. Steil schon, aber nicht in dieser Länge. Es ist eigentlich ziemlich rutschig, ziemlich lockeres Geröll hier, Schotter. Aber der macht das so souverän. Der macht das so locker hier. Aber der hat ja ein High-Performance-Fahrwerk hier mit den Hochleistungsstoßdämpfern vom Offroad-Spezialisten Fox drin. Extra lange Federwege. Vorne hat er doppelte Aluminium-Querlenker, dann hinten die Multilink-Radaufhängung. Also das ist wirklich schon super, wie dieses Auto hier vom Fahrwerk her ausgestattet ist. Also da haben die Damen und Herren aus der Ford Performance Abteilung mit dran gearbeitet und die bauen ja bekanntermaßen mit die besten Fahrwerke überhaupt. Also nicht mal ansatzweise hörst du oder spürst du, dass irgendein Reifen hier ein bisschen Schlupf oder mangelnden Grip hat. Alle vier General Grabber graben sich hier richtig ein und ziehen die Kiste wie selbstverständlich hoch. Der fährt hier hoch, als wär's eine Zahnradbahn. Also das ist hier wirklich alles mega entspannt, wie der das macht. Der vermittelt dir so ein wirklich bäriges Gefühl von Sicherheit. Der sagt, lenk du mal, den Rest mach ich. Da kann schon mal nichts schief gehen. Vom harten Gelände gehen wir jetzt mal ein bisschen in etwas seichtere Gefilde, schalten hier um in den Bacher-Modus. Der Bacher-Modus ist sozusagen die Offroad-Race-Variante und es geht darum, hier einfach mal zu zeigen, was die Kiste so drauf hat. Das sieht jetzt hier auf den ersten Blick vielleicht nach normalem Feldweg aus. Wir haben hier aber extrem tiefe Schlaglöcher, wie gerade eben drin. Und das ist wirklich erstaunlich, wie der hier drüber bügelt. Also ich glaube, beim normalen Auto mit dem Tempo, da wird es wahrscheinlich mindestens einen Reifen zerreißen, wenn nicht irgendwie ein Teil von der Achse. Beim Geländewagen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob alle Allradler das so locker packen. Und was wirklich Spaß macht, ist, wenn du hier, Achtung Schlaglöcher, aber der bügelt die wirklich flach und die sind wirklich ganz schön tief. Und der Wagen hier fühlt sich wirklich bulletproof an. Der ist ja auch nochmal extra verstärkt und an vielen Punkten nochmal extra geschweißt. Also das ist wirklich erstaunlich, was der hier alles wegsteckt und wie locker der das vor allen Dingen macht. Und was wirklich Laune macht hier im Bacher-Modus, das ist diese unglaubliche Traktion, die du hast. Du spürst hier richtig den Zug an allen vier Rädern mit den ganzen 500 Newtonmetern. Du spürst einfach an allen vier Rädern gleichzeitig diesen unheimlichen Zug. Das ganze Auto liegt relativ straff für so einen Offroader. Wenn er ein bisschen quer geht, dann an der Hinterachse zuerst. Aber absolut leicht kontrollierbar, ganz entspannt. Also mit dieser unglaublichen Traktion, mit den langen Federwegen, mit den Fox-Stoßdämpfern, klar auch mit den Reifen drauf, wirkt der Raptor hier für mich im Bacher-Modus ready to race. Ich würde mit dem unheimlich gerne mal am Wochenende bei einem kleinen Offroad-Race an den Start gehen. Und diese ganze super Performance hier mit fast 2,5 Tonnen, das darf man ja nicht vergessen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele andere Offroader serienmäßig gibt, mit denen man so durch die Botanik oder durchs Gelände fliegen kann, wie hier mit dem Raptor. Also das ist schon so eine echte Offroad-Spaßmaschine. Jetzt machen wir mal einen Abstecher hier auf die Straße in ein kleines Kurvenparadies. Sind hier auf einer wirklich schönen Bergstrecke unterwegs. Und normalerweise, wenn ich mit einem Pickup fahre, dann mag ich ja mit der Starrachse hinten immer dieses Oldschool-Fahrgefühl, dass du wirklich noch merkst, das ist noch ein echtes Auto. Aber hier haben wir ja hinten keine Starrachse, sondern die Multilink-Hinterachse mit der Einzelradaufhängung. Und natürlich haben auch die Fahrwerksspezialisten von Ford mit dran geschraubt am Fahrwerk eben. Und bei der Performance hier, die der Raptor in der Special Edition hier hinlegt, gerade auch in den Kurven, da könntest du zwischendurch manchmal fast vergessen, dass du in einem Pickup unterwegs bist. Der liegt dermaßen fett und satt auf der Straße. Natürlich spürst du dieses Gewicht von knapp 2,5 Tonnen. Das schiebt auch gerne mal ein bisschen Richtung Kurvenausgang. Aber wenn du zu schnell in die Kurven gehst, dann schiebt der schön kontrollierbar über alle Viere.
Also dieses Fahrverhalten, diese Performance hier, die findest du, glaube ich, bei keinem anderen Pickup. Das macht richtig Spaß, das macht richtig Laune, sich mit dem hier durch die Kurven zu arbeiten. Also lange Trips auf der Landstraße oder auch auf der Autobahn sind mit dem Raptor bestimmt überhaupt kein Problem. Man fühlt sich einfach wohl in diesem Auto. Man fühlt sich natürlich auch verdammt sicher und das geht alles easy peasy. Und dazu ist er auch noch richtig bequem. Und du hast auch immer für alle Lebenslagen genügend Power hier an Bord. Wir haben hier vorne den bewährten 2 Liter Vierzylinder Diesel drin mit 213 PS. Und bullenmäßigen 500 Newtonmeter Drehmoment. Und du merkst auch, wie das Auto immer anschiebt, wie es den immer nach vorne drückt. Und mit den knapp 2,5 Tonnen, die wir hier haben, hat der mal überhaupt keine Probleme. In 10,5 stemmt der hier unser kleines Monster auf 100. 170 auf der Autobahn sind drin. Also das passt alles. Und was das Getriebe angeht, das sorgt auch dafür, dass hier immer die optimale Kraft auf die Straße kommt. Wir haben ein 10-Gang-Getriebe wie beim Mustang. Und schaut euch mal die Schaltwippen hier an. Die sind aus echtem Metall, sind sehr groß, was natürlich super ist. Also wie schon fast in einem Sportwagen, in einem Ferrari. Du kannst natürlich Automatik fahren, du kannst aber auch selber hier schalten und schauen, dass du immer das Optimale rausholst. Also die Performance, die der hier auf der Straße hinlegt, die ist wirklich top. Sowas erwartest du normalerweise nicht von einem Pickup, schon gar nicht von einem Auto mit diesem Gewicht. Der Fahrspaß, den du hier mit dem Raptor im Gelände hast, der ist eh unbezahlbar. Also ich glaube, im Gelände macht dem so schnell keiner etwas vor. Und ansonsten ist das natürlich auch so das maximale Lifestyle-Gerät. Und was kostet jetzt der ganze Spaß? Also ich sag mal so, ein normaler Ranger fängt bei 34,5 an. Der Raptor ist da ein bisschen teurer, der kostet 66, die Special Edition, die kostet nochmal 2 mehr, bist du so bei 68,70. Dafür kriegst du in dem Paket auch eine ganze Menge mitgeliefert, wie zum Beispiel die Spezial-Leichtmetallfelgen, die Fox-Stoßdämpfer, du kriegst den Sportbügel da hinten, du kriegst das Lamellenrollo hinten für die Pritsche, du kriegst die Kotflügelverbreiterung, du kriegst einen Unterbodenschutz, du hast hier das Navi, die Lederbezüge für die Sitze, die Lackierung außen und natürlich auch hier die Applikationen drinnen und so weiter und so fort. Aber wer Bock hat auf das Auto und es sich vor allen Dingen leisten kann, der sollte vielleicht zuschlagen, denn wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages auch den Raptor nur noch mit Stecker.